Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Trendradar Trendbox aus dem Monat Februar. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 8 bis 10 Produkte aus den Bereichen Food, Wellness, Beauty, Lifestyle befinden sich in dieser schönen Box, die man ab 29,95 pro Box und pro Monat abonnieren kann. Ich bekomme sie in der Kooperation hier zugeschickt und verlose in diesem Video eine selbst zusammengestellte Box. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. Mit dem Code Claudi müsste das sein, Claudi15, bekommst du 15% Rabatt auf deine erste Box. Falls die dich interessieren sollte, ich zeige dir jetzt einfach mal, was in der Februar-Variante so drin ist. Und dann kannst du dich mal inspirieren lassen, ob du Bock auf diese nachhaltige Trendbox hast. So, ja, mindestens 85 Euro Warenwert ist das übrigens. Das wollte ich auch noch sagen. Genau, ich mache die Box mal auf. Das erste Nachhaltige, was uns entgegenspringt, ist, man kann sie weiterverwenden. Mache ich auch und verwende sie zum Beispiel als Verlosungsbox. Und wir haben als Motto Lovely Weekend, das kommt mir direkt hier entgegen, sind Herzchen auf dem Klebi drauf, ist das nicht süß? Ja, stehe ich drauf. Also ich mag solche Fisseligkeiten, solche kleinen Sachen, ne? So. Wir haben hier sowohl mal sehr spezielle Produkte drin enthalten, die mich auf eine andere Reise mitnehmen, als auch sehr Basic-Produkte. Ein Basic-Produkt sehe ich direkt, das zeige ich euch gleich. Das ist immer sehr spektakulär. Ich finde, diese Box ist einfach immer so eine Erfahrung, ne? So eine richtige Reise. Da werde ich gerne mit hingenommen. Manchmal gehe ich nicht ganz so konform mit diesen extremen Ansichten. Wenn es jetzt extrem Richtung vegan oder so geht, bin ich halt nicht, ne? Das entspricht halt nicht meinem Lebensstil, bin ich ehrlich. Aber im Großen und Ganzen sind das schon Produkte, die ich auch in meinem normalen Alltag so integrieren kann. Zuallererst haben wir hier etwas mit dabei. Und zwar ist es so ein Kärtchen. Da kannst du die Kärtchen 1 bis 10 sammeln, bekommst dann so eine Box für Umme, ne? Wobei ich glaube, die Karte 1 oder 10 ist super selten. Dann habe ich hier noch von der lieben Anna ein Kärtchen bekommen, weil es halt eine Kooperation ist. Wird sich dafür bedankt, dass wir eine Kooperation haben. Und dann habe ich hier noch das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und da schauen wir einfach mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Lovely Weekend, also es geht hier wirklich darum, hey Leute, Valentinstag und so. Du kannst den Valentinstag aber auch super mit dir selber verbringen und ja, ne, wie man halt möchte, entweder mit deinem Herzensmensch oder eben mit dir selbst. Warum eigentlich nicht? Oder deinem, weiß ich nicht, mit deinem Hund, mit einer Freundin, wie auch immer, ne? Also ich, weiß ich nicht, sehe das halt auch super entspannt. Für mich ist das Wochenende, was quasi nach Valentinstag kommt, eher Richtung Karneval orientiert. Egal, so, schauen wir mal, was sich hier so überlegt worden ist. Zeit zu zweit genießen, deine Lovely Weekend Box. Nachdem du entspannt in das neue Jahr gestartet bist und Zeit für dich selbst hattest, um neue Energie zu tanken, verspürst du nun langsam das Verlangen, wieder aktiv zu werden. Im Februar freust du dich auf das Wochenende, das mit spannenden Ausflügen und kuscheligen Abenden zu Hause gefüllt ist. Draußen kommt die Sonne endlich wieder hinter den Wolken hervor und du hast Lust, das Wochenende in vollen Zügen zu genießen. Gemeinsam mit deinen Liebsten fokussiert ihr euch auf die gemeinsame Zeit. Ihr startet den Morgen mit einem gemütlichen und stärkenden Frühstück, werft euch in eure Lieblingsoutfits und geht und auf geht's zum zu eurem ersten Wochenendziel. In deiner Februarbox Lovely Weekend findest du viele neue Lieblingsprodukte aus den Bereichen Wellness, Food und Lifestyle, die dein Wochenende perfekt abrunden. Wir wünschen euch viel Spaß bei eurem Lovely Weekend. Ne? Und dann hat auch noch Sophie von Trendradar etwas hiermit abdrucken lassen. Am Wochenende habe ich endlich Zeit, um ausgedehnte Quality Time mit meinen Liebsten zu verbringen. Am liebsten starte ich mein perfektes Wochenende damit, frühstücken zu gehen. So bin ich direkt gestärkt und bereits in der Stadt unterwegs, um weiteren Aktivitäten nachzugehen. Bei mir geht es draußen einfach darum, die Seele baumeln zu lassen, egal ob beim Schlendern über den Flohmarkt oder dem Ausflug in eine Therme. Ja, dann sind hier die Produkte aufgeführt und dies, das Ananas, ein Vorschlag, was man mit der Box anstellen kann. Ein Tischkicker kann man daraus bauen, richtig cool. Und eine Rezeptidee, Granola haben wir hier mit am Start, das finde ich cool. Und der Ausblick für die Märzbox, deine Trendbox im März. Im März dreht sich bei uns alles um das große Thema Empowerment. Denn schon Beyoncé sang Who Run the World, Girls. Sich gegenseitig zu unterstützen, über sich hinaus zu wachsen, das eigene Selbstbewusstsein stärken und sich selbst etwas gönnen.
All das wollen wir mit der Märzbox in den Vordergrund stellen. Denn während die Natur zum Frühling erwacht, ist die Trendbox im März und darüber hinaus ein Begleiter, den du nicht mehr missen willst. Die limitierte Box ist ab dem 1.3.2023 in unserem Shop erhältlich. Du willst das neue Thema und die neue Trendbox im März nicht verpassen? Dann lass dich von uns erinnern. Jo, kannst du dich beim Newsletter anmelden? Finde ich sehr interessant. Ne? Empowerment. Mal schauen. Aber gut, erstmal gehen wir jetzt in ein liebevolles Wochenende. Mein liebevolles Wochenende verbringe ich am allerliebsten mit meinen drei Männern. Das ist einmal mein Schatz, mein Sohn Julius und mein Hund Sammy. Definitiv, das sind meine drei Liebsten. Und ja, das ist tatsächlich dann unser Wochenende. So, ich starte mit dem Produkt, wo ich direkt schmunzeln musste. Denn wir haben hier Nudeln drin. Kannst du immer gut gebrauchen. Hartweizengrieß, bunte Spiralen, Pasta Superiore. Läuft, ne? Nudeln, ja, finde ich gut. Esse ich gerne mit Soße, esse ich gerne mit Marmelade, esse ich gerne mit Apfelmus oder mit Zucker oder worauf man so Bock hat, ne? Das ist tatsächlich so meins, 500 Gramm. Ja, schön. Schön. Von Biodo. Bio vom Feinsten, ne? Bio-Nudeln. Beschwere ich mich nicht, finde ich großartig. Also Nudeln kann man immer gut im Kühlschrank haben, wollte ich gerade sagen, zu Hause haben. Dann habe ich hier was drin, Eco-Freude, Allzweckreiniger Lemon Rose, kraftvoll gegen Fett und Schmutz, ohne Mikroplastik, 99,9% natürliche Inhaltsstoffe, kann man bei Rossmann kaufen, ist eine Eigenmarke von Rossmann. Ja, ein Allzweckreiniger, ne, mit Rose, ist sehr schön, kannst du für alles Mögliche verwenden, ist halt Allzweck. Ja, finde ich gut. Warum eigentlich nicht? Ein Allzweckreiniger. Auch das wirklich so ein praktisches Produkt, ne? Ja, dann habe ich hier etwas, oh, das ist auch noch, gehört noch dazu, Allzweckreiniger Nachfüllkonzentrat für 750 Milliliter. Ach, guck mal, dann hast du hier nämlich die Flasche, wie viel sind 750 Milliliter, dann hast du dieses Moped und da musst du nur Wasser hinzufügen. Das finde ich cool. Also ich probiere auch immer mal wieder diese Tabs aus, klar, wisst ihr ja auch, ne? Aber solche Konzentrate, das funktioniert auch immer sehr schön. Kannst du zum Wischen nehmen, kannst du zum Putzen nehmen. Ich finde das gut. Das hier ist auch ein Produkt, was durchaus sinnvoll ist. Und ich habe gesagt, ich beschwere mich nicht mehr. Nein, ich freue mich darüber, dass ich in den Genuss komme, eine Zahnpasta mit Beerengeschmack auszutesten. Denn so eine Zahnpasta würde ich mir im Laden sehr wahrscheinlich auch gar nicht kaufen, zumal sie sehr wahrscheinlich auch gar nicht mal so günstig ist. Von Dental Delight schützt und schmeckt. Ja, ich habe mir eine Scheibe von dir abgeschnitten. Ich habe einen richtig, richtig coolen Kommentar bekommen, wo ich auch geschrieben habe, hast recht, davon schneide ich mir jetzt einfach mal ganz frech eine Scheibe ab. Nämlich dieses Denken, dass man sich nicht so eine teure Zahnpasta selber kaufen würde, sondern die dann halt bekommt, ne? Ist richtig cool. Berry Blast Zahnpasta mit Beeren-Minzgeschmack. Das ist diese hier, 75 Milliliter. Ich mag gerne den Geschmack und den Duft von Beeren. Dementsprechend freue ich mich darüber, dass ich die jetzt hier habe. Die wird ausprobiert und ich guck mal, ob die auch genauso gut reinigt und auch genauso gut mein Zahnfleisch pflegt, wie das normalerweise Zahnpasten machen. Und jetzt hat ganz offensichtlich einer meiner beiden Lieblingsmänner nach mir gerufen. Dann gehe ich doch mal runter. So, jetzt haben alle was zu essen gehabt, außer Schatzi und ich. Das ist nämlich jetzt im Ofen. So, als nächstes habe ich hier Pre-Bakes OT Pockets Firma Raspberry Jam. Hä? Wie soll ich mir das vorstellen? Ja, okay, das gucken wir uns gleich mal an. Das ist dieses hier. Was ist das? Only 5 Ingredients. Huch! Ah, okay. Das ist so Hafergedönsen. Und ich denke, da drin ist dann Marmelade, oder? Jam? Huch! Nee. Hä? Doch, da ist Marmelade drin. Aber ich habe jetzt gerade den Krümelpart weggemacht. Sieht man jetzt nicht so super gut, aber da ist Marmelade drin. Man muss aber was nachtrinken, weil das doch sehr trockenkalt ist, ne? Okay, also jetzt hier habe ich das nächste Produkt von Monio Skin. Das ist ein Beauty-Produkt. Erstmal klarkommen hier. Ich musste ein bisschen schmunzeln, denn ich dachte erst, das wäre genau das Produkt, was ich eben schon zweimal, heute ist Drehtag, ne? Ich habe ein paar Boxen ausgepackt, was ich eben schon zweimal in der Hand gehalten habe von Monio Skin. Aber nein, es ist ein anderes. Das hier ist der Revitalizing Moisturizer mit Gurke, Elderflower, Mellow and Arnica.
Ja, für Mischhaut 50 ml, das ist eine Originalgröße. Monuskin ist relativ hochpreisig, dementsprechend denke ich auch, dass wir hier so 40 Euro Wert haben. Nicht schlecht, Herr Specht. Und das, ja, 39 Euro, ne, hat das einen Wert. Ja, Feuchtigkeitsspenden für Mischhaut. Ich habe eine trockene Haut, das heißt, für mich wäre das dann wahrscheinlich zu wenig. Und Sammy ist ein Hund. Für dich ist es noch viel weniger, ne? Auch wenn das wahrscheinlich gehen würde, das ist aber, also ja, tierversuchsfrei. Ich glaube, das ist auch ohne Parfümstoff und so ein Kram. Aber ja, ne? Wird dann weiter wandern. Dann haben wir hier etwas drin enthalten von Shear, das feste Shampoo mit Macadamia und Orangenblüte. Es riecht wirklich gut, kann man nicht anders sagen. Bei mir ist es nur leider so, dass feste Shampoos meine Kopfhaut zu sehr austrocknen und auch meine Haare. Ich brauche halt auch wirklich Silikone in den Produkten. Das gefällt mir einfach besser, meinen Haaren gefällt es besser und es gibt nur wirklich wenige Shampoos ohne Silikone, die super funktionieren bei mir. Mausi, das hat gekitzelt mit deinen Barthaaren. Und ja, deswegen. Aber nö, es ist schön, dass es mit drin ist, weil eigentlich sind feste Shampoos eine schöne Sache, die man verwenden kann. Dann habe ich hier noch was zu essen drin, und zwar von Nu Cow. Creamy Chocolate, The Good Choc, Organic Vegan Fair. Okay, also ist die dann auch ohne Milch, ne? Das ist diese hier. Ja, das ist dann ganz normal Schokolade quasi, ohne, also eine vegane Schokolade, ohne irgendwelche Zusätze. Hört sich eigentlich soweit so gut an. Und für mal eben so snacken finde ich sowas auch ganz gut. Es gibt immer mehr von diesen alternativen Schokoladen, was ich positiv finde. Die kostet 2,49 Euro, was ich auch in Ordnung finde. Aber man muss halt bedenken, dass es so diese Massenschokolade gibt, die ja 2 Euro weniger kostet. Ne? Und dann ist immer die Frage, greift man dann zu so einer Schokolade, wenn man im Laden ist? Selten. Deswegen freut man sich, wenn man sowas in so einer Box drin hat. Ne? Und das macht halt die Box dann auch immer ein Stück weit aus, dass du hier Produkte auch mit drin enthalten hast, die du dir eher nicht so im Laden gönnen würdest und dich darüber freust, dass es nachhaltig hier in dieser Box drin enthalten ist. Ne? Und wenn dann das so mega flasht, kann man sich das ja sogar nachkaufen. So, als nächstes habe ich hier was drin von The Organic Company Make-up Pads, Cosmetic Pads. Jo, 2 Stück. Oval Soft and Reusable Pad for Facial Care. Das sind diese hier. Ich verwende nur noch wiederverwendbare Wattepads, weil ich einfach merke, dass sie auch irgendwie besser sind. Ne? Also zum einen nehmen die wirklich besser das Make-up ab und damit kann ich auch meine Masken gut abnehmen und so. Und zum anderen hast du halt weniger Verpackungsmüll. Die werden dann einfach in einem Säckchen gesammelt und dann gehen die halt in die Wäsche, in die Waschmaschine. Und hier habe ich halt so 2 viereckige Pads und 2 ovale. Was hier noch cooler gewesen wäre, wenn diese Pads jeweils so zusammengenäht gewesen wären und hier eine Öffnung wäre, dass man so die Finger reinmachen kann. Das wäre richtig cool. Also The Organics Company, genau, The Organic Company. Wenn ihr das seht, macht das mal. Näht das hier einfach so einmal so rum, lasst hier oben auf. Da freuen sich die Leute noch viel mehr drüber. Genau. Ja, aber das hier fühlt sich auch sehr schön an mit diesem Waffelmuster. Ne? Ich glaube, das kann ganz gut werden. Ich hoffe, dass sie sich nicht allzu sehr verfärben werden. Aber ich werde die verwenden. Jo. Dann habe ich hier, also ehrlich gesagt, ganz schön viel Beauty, was ich positiv finde. Ne? Denn in der Trendradar Trendbox haben wir normalerweise so vielleicht mal ein Beauty-Produkt drin. Und hier habe ich jetzt noch eins von Larizzi Cosmetics Long Lasting Liquid Lipstick. Habe ich in der Farbe Pastel Brown. Okay, also ein brauner Liquid Lipstick hier drin. Ich bin leider nicht so Fan von Liquid Lipsticks, weil die mir einfach zu trocken sind, weil ich ja so eine trockene Haut habe. Aber ja, sind halt generell recht beliebt, weil die halt so anhaltend sind, ne? Langanhaltend. Hab hier irgendwo was zum Aufmachen? Ich hatte eben noch eine Schere in der Hand. Die ist jetzt weg, ne? Sammy, hast du die versteckt? Ja, also ein schönes Tönchen. So ein dunkles Braun. Aber für mich ist es zum einen zu dunkel, weil ich sehr, sehr blass bin. Und zum anderen zu sehr Liquid Lipstick, ne? Aber man kann es nicht jedem recht machen. Das ist auch die Sache. Als vorletztes habe ich hier pinke Filzherzchen, 2 cm, 10 Stück sind hier drin enthalten. Ist eher so als Gimmick, würde ich mal so behaupten, zu sehen. Wird aber tatsächlich werttechnisch hier aufgeführt werden, denke ich mal. Ne? Mit 99 Cent hier auch von Miroflor. Ich werde die verwenden für Fotos. Ja.
kann im Prinzip ja auch jeder für Fotos verwenden, aber in der nachhaltigen Box dann so Streudeko drin, schwierig. Das sind halt pinke Herzen. Ich feiere das, ehrlich gesagt, weil ich die süß finde. Passt jetzt auch gerade zu meinem Outfit. Wundervoll. Und das sind 10 Stück von diesen kleinen Dingern. Ja, süß. Ne? Für mich ist es toll. Manche würden das wahrscheinlich als nicht so gut empfinden. Dann habe ich hier als letztes Produkt von Misfits Chocolate Caramel Flavor Plant Powered Choc Protein Bar. Das ist ein Riegel und der kommt bei mir ins Bett. Das finde ich super. Denn da habe ich dann meine Sachen stehen für meinen Mitternachtssnack, wenn ich dann da stille und so, ne, dass ich dann da einfach so einen Energiekick habe. Weil ich habe es sehr relativ häufig einfach, dass ich merke, dass mein Kreislauf da nicht so ganz mitspielt immer. Deswegen muss ich immer irgendwo was zu essen haben oder auch ein Getränk, dass ich halt nicht einen Klappmann mache. Ich habe das öfters, dass mir schwarz vor Augen wird tatsächlich. Man sieht es aber auch, Julius wächst und wächst und wächst. Das ist echt Wahnsinn. Und ja. Deswegen, der kommt bei mir mit ans Bett und das ist auch gut so. Und das wäre jetzt die Trend Raider Trendbox gewesen. Ich finde, dass wir einen schönen Inhalt haben. Ich finde das cool, dass wir hier diesen bunten Mix haben aus Beauty, Reinigungsprodukte, Lebensmittel. Einfach so mal einmal bitte alles. Manchmal haben wir auch ein bisschen Deko dabei. So fashionmäßig, dass man mal einen Schal oder Handschuhe oder eine Mütze mit drin hat. Ne? Ich finde das cool. Also es ist überwiegend in der Trend Raider Box, dass wir Lebensmittel drin haben. Das muss man sich halt so überlegen, ne? Aber ich finde es für 29,95 wirklich ein Schnapper. Also wenn man halt einfach jemand ist, der so ist wie ich. Also ich esse gerne, ich mag Beauty, ich bin offen für Neues und dann ist diese Box eigentlich vollkommen für einen geeignet. Denkt dran, Claudi15 gibt euch 15% Rabatt und da könnt ihr euch gerne auch in der Infobox umschauen. Da habe ich euch auch ein paar Sachen reinverlinkt, dass ihr euch die Box auch holen könnt, wenn ihr möchtet. Ich fand die schön. Schreibt mir aber auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!